Ja, hallo ihr Lieben. Im letzten Video hatte ich euch ja den ersten Baustand meines First Aid Kits vorgestellt. Im Laufe der Woche habe ich den jetzt mal auf meine Bedürfnisse angepasst und so ein paar Sachen verändert. Und das möchte ich euch mal zeigen. Im Anschluss direkt zeige ich euch dann hier den Gasoline Kit, also quasi den Feuerkit. Den habe ich heute auch noch fertig gemacht und ja, da mache ich jetzt beides in einem Video. Ich denke, das geht dann relativ zackig. So, zum einen hatte ich die Nadeln dann ersetzt, dieses Nähkit, was ich drin hatte. Und zum anderen habe ich einfach noch ein paar Pillen hinzugefügt. Oh ja, das blendet wieder. Also könnt ihr auch quasi als Signalspiegel nehmen, hier den Deckel. So, warte, ich fahre mal eins ran. So, also einmal habe ich ein Fingerling dazu gepackt, da ich mir ja meistens hier in den Finger ratsche. Ist das hier natürlich total von Vorteil. Dann habe ich zwei Imodium eingepackt gegen Durchfall, zwei Cetirizin für die Pollensaison, hier die Buscopan, das ist eine Buscopan Plus mit Paracetamol, die hatte ich letztes Mal schon drin. Da habe ich nur die Verpackung noch mal ein Stück abgeschnitten. So, dann, oh, schwupp, meine eine Blutdrucktablette. Und meine andere. Also wenn ich mal meine Pillen vergessen habe, hätte ich für den nächsten Tag hier immer was parat. Ah, hier unten sind die Bus drin. Da komme ich jetzt schlecht ran. Die Handschuhe habe ich drin gelassen, denn ja, momentan fiel mir jetzt nichts anderes ein, was ich da reinpacken könnte. Und ja, bleiben die halt mal drin. Dann habe ich eine von den Beta-Isodona Röhrchen rausgenommen, weil eins reicht in der Regel. So, dann haben wir hier drei verschieden große, vier verschieden große Sicherheitsnadeln, zwei Stecknadeln, ja, hier zwei Ibu und dann wie das letzte Mal Pflaster, Wundnahtstreifen. Und den Alkoholpad. Und hier habe ich noch eine kleine Nadel für Schlepper rauszupulen. Oder eventuell ja, auch Überreste von der Zecke oder so. Ne? Ja, hier die Wundnahtstreifen und hier dann der Pad. Und hier noch eine etwas dickere Nadel. Ja, das war's im Schnelldurchlauf. Das ist quasi Version 2.0. Beziehungsweise die momentane Endversion für mein Notfallkit. Ja, und nun zum eigentlichen Kit, um den es in diesem Video gehen soll. Und zwar ist das der Feueranzündkit in der schönen Gasolindose. Das wird wohl vorerst auch der letzte Teil aus dieser Serie sein. Obwohl ich hier noch eine geile Kaffeedose gefunden habe. Da fällt mir noch was ein. Und eine andere Version mit einer Zapfsäule. Auch da schauen wir mal. Ja, also vorerst, wie gesagt, ist das wahrscheinlich erstmal der letzte Teil. So schaut das aus. Ich fahre noch mal ran. So, also einmal haben wir hier 4 Gramm S-Bit-Würfel und noch ein 4 Gramm S-Bit-Würfel. Hier, das ist so ein Anzünder aus dem Baumarkt. Das riecht so ein bisschen streng nach Sprit. Ist eigentlich eine geile Sache. Da habe ich den Originalbeutel genommen, Loch reingemacht und es zusammengedrückt. Dann wird das aber echt flüssig. Nicht so geil. Dafür brennt es wie Hulle. Ja. Ich sehe gerade, er ist diesmal auch nicht ausgelaufen. Vorhin beim Probepacken ist es nämlich ein bisschen rausgedrieft. Geht aber. Brennt wie Schwein. Kannst du dann im Notfall natürlich auch mit der Folie nutzen. Ne? So, dann haben wir einmal, zweimal, zwei Stücke kleinen Kienspan, ein Röhrchen gefüllt mit Wattevaseline. Dann, weil man die immer mal gebrauchen kann, ich weiß, dass sie hier viel Platz wegnehmen, aber ich stehe auf Streichhölzer, also kommen die mit rein. Und zwar haben wir hier ein gemischte Pack mit Sturmstreichhölzern,
normalen Streichhölzern, überall Anzündern und wasserfesten Streichhölzern. Ja, die habe ich mal nicht eingeschweißt, weil das nimmt ziemlich viel Platz weg. Und ja, da lasse ich das einfach mal in der Tüte. Ist auch eigentlich wesentlich einfacher, ne? Da ich mir überlegt habe, die Dosen vielleicht sowieso einzuschweißen, wäre das ja dann eh hinfällig, ne? So, also einmal. Dann haben wir hier noch einen kleinen Feuerstahl, damit du auch wirklich überall Feuer machen kannst. Ein Alkoholpad, der brennt ja bekanntlich auch ganz gut. Ja, und als Striker quasi hier so eine Fimo-Klinge. Ne? Hier mit dem Griff dran, damit ich mir in die Finger schneide. Ja, dann war es das erstmal aus der Reihe. Soweit, so gut. Mal sehen, ob ich vielleicht noch irgendwas mit der Kaffeegeschichte hier anstelle. Ich glaube aber erstmal nicht. Also in diesem Sinne, bis demnächst. Dann kommt auch endlich hier dieser Kettier dran. Bis dann, ciao.